Und. Oh. Oh. Ja. Deine Melodie, die euch, die viele durch den Tag begleitet. Heute ist der schönste Tag, die ist drin, in Volle. Tag in meinem Leben. Kann ich auch sagen, heute ist der schönste Tag in meinem Leben, denn es ist mir vergönnt, mit einem Vampir am Tisch zu sitzen. Es ist zu Gast das Ensemble des Musicals Tanz der Vampire, zurzeit zu erleben in Stuttgart. Und zu Gast sind die Hauptdarsteller. Es ist wirklich toll, auch dass sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Und der künstlerische Leiter Cornelius Baltus. Wie ist eigentlich das Musical nach Stuttgart gekommen? Es ist entstanden in Wien und es war natürlich so ein Riesenhit da. Es ist 2,5 Jahre sehr erfolgreich da gelaufen. Wir arbeiten alle für Stella Musical Productions und natürlich sucht Stella auch immer neue Stücke. Und wir haben das Stück da angesehen und gesagt, das ist was für Deutschland. Und haben das dann, nachdem Missagon geschlossen worden ist, nach 5 erfolgreiche Jahre eigentlich gespielt zu haben, Tanz der Vampire nach Stuttgart geholt. Wie, so einfach. Wie technisch aufwendig ist es? Riesig, es ist eine gigantische Produktion. Mhm. Wenn wir nur daran denken, dass am Abend ungefähr 200 Kostümteile benutzt werden. Wir haben 120 Perücke, die über die Bühne gehen. Ich habe ein Ensemble mit 48 Leuten, die jeden Abend da sein die müssen. Die Künstler, die auf der Bühne stehen. Richtig, und das sind dann nur die Künstler, die auf der Bühne stehen. Wie viel arbeiten dann noch im Hintergrund? Ja, insgesamt, wenn ich auch im Vorderhausbereich denke, sind es doch schnell so 350 Leute, die an einem Abend so eine Show betreuen. Alle ja. Techniker. Musik, wir haben vorhin schon gehört, das war ja Musik Bonnie Tyler. Also richtig. Musik klingt, und Graf, Sie sagten rockig auch. Also ist Musik Pop, Rock? Ja, Musik ist eine James Steinman, ist der Composer. Mhm. Ja. Bonnie Tyler hat die Musik ja sehr bekannt gemacht. Wir haben im Moment auch, das war auch sehr interessant, als wir in Stuttgart angefangen haben, hat James Steinman gerade eine neue Hitsingle für Celine Dion geschrieben, Braver Than We Are. Und das haben wir auch hier im Stück wieder eingeworfen. Eigentlich ist jetzt ein großes Solo für Sarah im ersten Akt noch zusätzlich dazugekommen, was in Wien nicht so war. Ja. So, wir haben das Stück noch weiterentwickelt. Text stammt, können wir sagen, von Heinz-Rudolf Kunze, richtig, der richtig. Ja schon für viele Musicals richtig. Geschrieben hat. Ja. Wir haben schon gehört, also jetzt, wie viele Leute dort arbeiten. Wie viele Maskenbildnerinnen und Kostümbildner brauchen Sie, Sarah? Also es gibt natürlich mehrere Masken, die wir am Abend benutzen für Ensemble, für verschiedene einzelne Darsteller. Und jeder hat einen bestimmten Maskenbildner, der einen den ganzen Abend lang betreut, damit man die Perückenwechsel, Kostümwechsel auch, jeder hat einen ihm zugeteilten Dresser, heißt das bei uns. Wie oft müssen Sie wechseln? Ich meine, die Hälfte scheinen Sie ja nackt zu sein. Ja, aber der Witz ist, dass man dann trotzdem das Kostüm wechseln muss. Weil, das ist schwer zu erklären, das möchte ich hier auch nicht verraten. An der Stelle. Es geht also jedem Darsteller so, also nicht nur mir. Das mitzunehmen zum Musical. Mhm. Oh yes. Ja, oder die ganze in der ersten Reihe. Wie ist das eigentlich, erste Reihe oder so? Gibt es einen besonders schönen Platz? Sind Sie überall gleich gut zu verstehen? Singen Sie mit Mikrofon? Wir singen natürlich verstärkt, weil das Orchester auch verstärkt ist, weil man kann keine, es sind ja auch Rockinstrumente im Orchester mit dabei, E-Gitarre die sind, und so. Die sind aber nicht das live. Heißt, ist alles live. Alles live. Alles die ganze live. Musik jeden ist live. Alles ist, live jeden ja. Abend ist alles live. Das heißt, man hat auch nur eine Chance, dass man nicht wie beim Fernsehen sagen kann, Mist, jetzt habe ich es verhauen, machen wir es nochmal. Man hat nur eine Chance und wenn man es nicht richtig macht, dann hat das Publikum das gesehen. Man muss sich danach fürchterlich schämen und hoffen, dass man im Rest des Stückes dann wieder so gut ist, dass sie das vergessen. Einen gewissen Bonusgraf haben Sie ja schon, ob Ihrer Erscheinung, der Figur und auch des Kostüms. Also wenn ich so sehe, ich glaube, Sie sind der einzige Mann, der regelmäßig in ein Nagelstudio muss, oder? Wie viel, jeden Tag. Wie viele Stunden wird Können Sie die Hand vielleicht noch mal so hochhalten? Mhm. Kommen wir möglicherweise mit der Kamera dran. Wie viele Stunden arbeiten die Kostümbildner, Maskenbildner an Ihnen? Also mein Maskenruf ist immer 1,5 Stunden vor Showanfang, also das heißt 6:30. Und wenn ich pünktlich bin, geht es gleich los. Und dann wird es richtig gearbeitet mit für die letzte halbe Stunde eine zweite Maskenbilder, um die Hände zu Ende zu bringen, also die ganze Maske, Perücke. Kostüme ist alles insgesamt eine gute 1,5 bis 2 Stunden. Ja. Ein Augenblick.
Ich frage mich, was sie für einen Zahnarzt haben. Es ist so schwer. Es ist so schwer, mit diesen Zähnen zu sprechen. Wie können Sie damit singen? Das ist wirklich nicht so leicht. Also zu Hause an meinen Flügel habe ich ein extra Paar, nur zu üben, nicht nur also ein Stück, aber überhaupt, um eine Phonetik, denn das hört man schon, hinzukriegen und zu üben, also meine logopädische und Gesangsübungen einfach mit Zähnen immer wieder. Ich wollte eigentlich so auftreten zum Beginn, habe gesagt, mich versteht kein Mensch. Ja, Sie, versuchen Sie mal so zwei irgendwie so kleine Teile in den Mund zu stecken und normal zu reden und dann auch noch zu singen live. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wer ist Ihr Zahnarzt? Wir haben Gott sei Dank einen ganz tollen Mann aus Wien, der Wiener Produktion gemacht hat. Wir haben einen Zahnarzt nur für Tanz der Vampire. Ja, so, wir schicken unsere alle Ensemblemitglieder haben Zähne. Schicken ihre Zähne zum nach Wien, ja? Ja, es ist wirklich so gemacht. Also der kommt immer wieder und... Der kommt, der macht einen Gipsabdruck und hat alle Gipsabdrücke auf die Reihe. Das sind, glaube ich, 48 insgesamt. Mhm. 49 sind es insgesamt. Mhm. Und wenn wir sagen, Krolok, seine Zähne sind kaputt, dann drückt er und bastelt er da wieder. Ja, habe ich fünf und macht Paare. Wieder ein neues Also mein Paar Lieblingspaar fertig. Heute. Aber wir haben echt sehr lange suchen Man müssen. Man kann so sagen, das Ensemble von Tanz der Vampire beißt sich durch die Vorstellung. Absolut, das ist absolut die Wahrheit. Ja. Wir beißen uns jetzt durch das Musikprogramm. Ich präsentiere Ihnen wieder fünf Lieder. Sie dürfen entscheiden, welches gespielt wird und mal sehen, ob das Ensemble dann mal richtig liegt. Thema Chanson. Und hier ein Klassiker, Hildegard Knef, Für mich soll's rote Rosen regnen. Das hat es in ihrem Leben des Öfteren gegeben. Sie hat aber Höhen und Tiefen gleichermaßen durchschritten. Hannes Wader, heute hier, morgen dort. Bin kaum da, schon wieder fort. Das ist auch das Leben, das wir uns sicherlich noch von Graf und Zara erzählen lassen. Denn im Musical ist es ja nicht anders, muss man unterwegs sein. Reinhard May, Über den Wolken, sein Aushängeschild. Von 1974, Milva, du hast es gut, einer ihrer bekanntesten Chansons, stammt aus dem Jahr 1981, Milva mit dem schönen roten Haar. Und Patricia Kaas, ganz und gar eine tolle Sängerin, eine tolle Bluesstimme. Sie entscheiden, bitte jetzt. Ja, jetzt wurde ich ja, also jetzt kommt der Ehrgeiz durch. Ja, Sie haben schon debattiert. Ja. Wenn ich es zusammenfassen darf, dann halten wir fest, der Graf wäre für Hildegard Knef wegen Nein. Rot. Nein, du warst für? Nee, eigentlich wollte ich Milva. Ach so, Milva, ja, Milva. Wegen der roten Haare. Ja, ich habe sie in Hannover auf der Expo-Gelände hier neulich im Hals gebissen. Und Sarah und Cornelius sind für Hildegard Knef. Mal sehen, wer das Rennen macht. Hier ist das Ergebnis. Schwierig, schwierig. Patricia Kaas, 26,5%. Ist bei uns wie bei Ihnen auf dem Schloss, die Kerzen tropfen. Es ist sehr naturalistisch hier heute bei uns in der Wunschbox. Also ganz und gar, hier ist Patricia Kaas. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie einmal einen Musikwunsch haben oder auch einen Vorschlag zur Sendung, dann können Sie uns gerne schreiben. Unsere Anschrift ist der SWR Fernsehen, die Wunschbox sind 76 522 Baden-Baden. Und im Internet, da bekommen Sie Informationen unter der Nummer www.wunschbox.de. Und dann haben Sie heute wahrscheinlich schon hin und wieder eine Nummer gesehen. Das ist die Ticket-Hotline, denn wir haben ja heute zu Gast das Musical Tanz der Vampire. Und wenn Sie da Interesse haben, achten Sie auf diese Nummer. Und dort können Sie dann auch sich erkundigen, wie das mit den Tickets funktioniert. Wir werden Ihnen nachher noch mit unseren Gästen erklären, wie oft das Musical zu erleben ist, zu welcher Zeit und wann gespielt wird. So, jetzt machen wir aber wieder Musik, denn Sie können uns Ihre Wünsche schicken und fünf Frauen sind gewünscht. Sie greifen zum Abstimmungsgerät. Sie entscheiden, wer hier der glückliche Gewinner wird. Norbert Unterweger wünscht sich Andrea Berg. Die Gefühle haben Schweigepflicht.
Gertrud Ensins aus Schäden wünscht sich Margot Eskens, ein Herz kann man nicht kaufen. Monika Lamberts aus Düsseldorf wünscht sich Ines Adler, ich war so lange nicht verliebt, schöne Aufnahme am Strand. Hertha Herms aus Schüttorf wünscht sich Katja Epstein, ein Indio-Junge aus Peru. Und Jan Toten aus Osterhut wünscht sich den Vampir. Nein, Petra Frei, hey du. Damit gelang ihr ein super Auftritt in der Schlagerszene. Bitte entscheiden Sie jetzt. So, Sie heißen? Sabine Schick. Sabine Schick. Ja. Schick sehen Sie aus. Ha? Mhm. Und ich vermute ja, schauen Sie mich nochmal an, Sie haben bestimmt Katja Epstein getippt. Natürlich. Ja. Und Sie sind aus Stuttgart? Nein. Aus? In der Nähe von Stuttgart, ja. Naja, gut, Großraum Stuttgart. Ja. Also dann, Sabine aus Großraum Stuttgart, die Katja Epstein getippt hat, gucken wir auf das Ergebnis. Und. Yay! Sie sind eine Siegerfrau. Ja, was sind Sie für ein Sternzeichen? Jungfrau. Habe ich mir gleich gedacht. Ja? So, das ist die CD Hits aus der Wunschbox. Das ist die neueste CD. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, wäre dies auch eine gute... Die ist für Sie, für den richtigen Tipp. Ja, die können Sie haben. Und das wäre im Übrigen auch eine Idee für Weihnachten. Steht ja vor der Tür. Falls Sie noch nach einem schönen Geschenk suchen, dann nehmen Sie doch einfach diese CD. Macht sich gut unter dem Weihnachtsbaum. Und im Übrigen sei mir dieser Hinweis an dieser Stelle schon gestattet. Ab nächster Woche kommt dann die Weihnachtswunschbox. Da wird es wieder ganz weihnachtlich mit toller Dekoration. Und wir sammeln wieder viel Geld für UNICEF. Erinnern Sie sich, im letzten Jahr haben wir mit Ihrer Hilfe über 1 Million Mark Spenden zusammenbekommen. Es wird wieder tolle Preise geben und tolle Künstler mit Weihnachtsliedern und Weihnachtsthemen. Also reingucken lohnt sich. Jetzt gibt es erst einmal den Wunsch von Hertha Herms aus Schüttorf. Die Wunschbox, und Sie wissen, Mittwochs, immer Mittwochs unser Thema Wunschbox Adel, und deshalb haben wir heute einen Grafen zu Gast, Graf von Krolok. Die Hauptfigur in dem Musical Tanz der Vampire, und er hat sich mit seinem Herzen und seinen Zähnen verbissen in Sarah, der zweiten Hauptdarstellerin, und Cornelius Baltus ist der künstlerische Leiter. Ja, der gute Titel. Das Opfer. Das Opfer. Ja, wer hat eigentlich Regie geführt in Stuttgart? Roman Polanski, und ich habe ihn vertreten, wenn er nicht da war. Schaut ab und zu mal vorbei. Häufiger, ja, schon. Er war sehr regelmäßig dort, muss ich sagen, und er ist sehr zufrieden. Er war jetzt, kürzlich war er nochmal hier, und ist natürlich sehr zufrieden. Es ist ein großer Erfolg in Deutschland eigentlich, yeah. Und ist sehr glücklich. Schön. So. Sind Sie auch glücklich, Sarah Barbara Köhler? Ja. Mit der Rolle. Ja. Wie sind Sie zum Musical gekommen? Also, wo sind Sie her? Ja, das ist auch schwierig. Ich bin ein Bundeswehrkind und bin alle 2 Jahre umgezogen. Deswegen, aber einen Großteil meiner Jugend habe ich eigentlich in München verbracht. Und dort bin ich ins Kino gegangen und habe mir Jesus Christ Superstar, den Film, angeguckt. Mit 16 oder so. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. Und das war und das meine Entscheidung. Es hat dann noch ein bisschen gedauert. Ich musste ja erst mal Abitur machen. Studiert? Dann ich habe auch ein halbes Jahr Philosophie an der Münchner Uni studiert, aber die Münchner Uni war nicht so mein Ding. Dann habe ich, ich bin ausgebildete Reiseverkehrskauffrau. Und dann durfte ich auf die Schauspielschule. Dann haben meine Eltern das auch zum Teil mitfinanziert und ja. Und heute sitze ich hier und es hat geklappt. Was war die erste Rolle im Musical? Meine erste Rolle war in einem Theater in Hamburg auf der Reeperbahn, die Sandy in Greece. Also auch schon Musical? Ja, ich habe... Welche Musical haben Sie bis jetzt schon erlebt? Also Greece, Nonsense. Dann hatte ich die Ehre, in Tommy in Offenbach dabei zu sein, also als eine der wenigen Deutschen. Und dann kam für mich ein ganz tolles Engagement, nämlich Les Miserables in Duisburg. Dort habe ich die Eponine 1,5 Jahre gespielt. Ja. Und das war wahnsinnig toll. Und jetzt die Sarah. Und jetzt die Sarah in Stuttgart. Im, ja, Tanz der Vampire. Genau. Graf von Krolok.